des Stadtwerken Leipzig Marathon, der hier zum dritten Mal in Folge zu Roman Knoblauch als Erster über die Ziellinie kommt. Wunder des Jahres ist der geworden 2012. Sportler der Herzen ist er, als er bei seinem ersten Marathon überhaupt den Leipzig Marathon als ältesten Stadtwerk, der Leipzig Marathon, das älteste Marathon in Deutschland überhaupt gewinnen konnte. Letztes Jahr der zweite Versuch, der zweite Sieg und in diesem Jahr der frisch gebackene Papa, der so wenig Zeit hatte zu trainieren, weil er Windeln gewechselt hat, läuft hier seinen wahrscheinlich schönsten Sieg. 132, Jakob Stiller, El Ratschet, der seine große Szene auf Kacheln. Wir freuen uns über Jakob und wir freuen uns auf ein schönes Einlaufmoto und auf einen tollen Sieger mit 2:29:32. Jakob Stiller gewinnt zum dritten Mal hintereinander den ältesten Städtemarathon Deutschlands. Und als wäre er gerade losgelaufen. Jakob Stiller, vielleicht können wir ganz kurz mal die ersten Worte. Jakob, renn dich weg. Kannst du schon reden? Jakob, wie geht's dir gerade momentan? Ich muss unterwegs kurz raus, wie Jan Pirschen damals. Und es war ziemlich hart, dann eben jetzt direkt von mir. Ja, also der Winterkollege ist schon sein. Welcher von den drei Siegen war der schönste? Der erste oder der heute? Ich sag mal, alle drei sind geil gewesen. Aber heute hätte ich schon fett, weil noch keiner ist. Dreimal hintereinander gewesen. Deswegen ist das echt geil. Er läuft 2:29 und 20 Sekunden nachdem er am Ziel ist, gibt er sein erstes Interview. Jakob Stiller! Kinder, das ist Sport in Leipzig! So, die Eltern von M22, also bei uns haben Kinder keine Namen, sondern Nummern, also die Eltern von M22 bitte bei Annie das Kind abholen. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Genau, das ist ja nur der Erste. Der Zweite kommt da jetzt auch gleich und dann haben wir ja auch noch die Frauen, bei denen geht es ja noch darum, Carina Schipp oder...